drei Handlungen genannt worden. Einmal die Handlung Nummer 1, Isbarul Wudu. Mit dem Isbarul Wudu ist gemeint, dass die genaue, vollständige Ausführung des Wudu. Und er sagt hier, Al-Makari. Al-Makari ist die Mehrzahl des Begriffes Makrah. Und Al-Makrah oder Al-Kurh bedeutet ja etwas, was einem eine Form von Widerwillen erzeugt in jemandem. Tamam? Widerwillen und Missfallen. Tamam? Er sagt also, das Ausführen des Wudu, selbst wenn du in einer Situation bist, in der es dir missfällt oder in der es in dir Widerwillen bewirkt. Und dieses Wort kommt in diesem Kontext im Koran auch in Bezug zu anderen Handlungen vor, wie zum Beispiel Allah Ta'ala sagt, Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Der Qital, also der Kampf, ist euch vorgeschrieben, auch wenn er euch zuwider ist. Tamam? Auch wenn er euch zuwider ist. Also hier ist ein ganz interessanter Punkt auch. Was ist hiermit gemeint, wenn es euch zuwider ist? Yani, was ist das Urteil von jemandem, dem etwas missfällt von der Scharia? Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es gibt zwei verschiedene Formen des Missfallens. Einmal das Missfallen von etwas im Sinne, dass man es als als Gesetz hält man es mal für untauglich und für schlecht und daher missfällt es jemandem. Es ist etwas nichts Gutes. Und in diesem Sinne verabscheut man das oder so. Aber es gibt einmal dieses natürliche Missfallen von etwas, was dir Unbehagen bereitet, was dir Schwierigkeiten bereitet, was dir deine Gemütlichkeit nimmt, Mensch. Alles, was dir Anstrengung bereitet. Der Mensch hat ein Widerwillen gegen Dinge, die ihm Anstrengung bereiten, die ihn aus seiner bequemen Zone rausholen, tamam? Also die Karaha in diesem Sinne ist natürlich kein Kufur, das ist etwas ganz Normales. Und deswegen auch in dem Kontext von der Mehrehe, da heißt es manchmal, also manchmal droht man den Frauen dann so, und die sagt, ich mag das nicht, nicht? Die sagt, ich mag die Mehrehe nicht. Was heißt das, ich mag sie? Manche oberflächliche Männer, die drohen ihr dann so damit, pass auf, dass du keinen Kufr begehst. Das ist Allahs Gesetz. Und wenn du es hast und du nicht magst, wirst du so. Die Frau sagt ja nicht, die mag das nicht im Sinne der Gesetzmäßigkeit, dass es ein schlechtes Gesetz oder so ist. Sie mag einfach, sie kann das mit sich selbst nicht vereinbaren. Es bereitet ihr einfach persönliche Last und dieser möchte sie entgehen und deswegen sagt sie, ich mag das nicht. Wie in diesem Kontext des Verses jetzt. Kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum. Euch ist der Qital vorgeschrieben, aber er missfällt euch. Denn er missfällt euch, weil das Anstrengung bedeutet, weil es Opfer bedeutet, weil man das, was einem lieb ist, aufs Spiel setzt, nicht? In diesem Kontext. Also es sind zwei ganz verschiedene Sachen.